So, und heute kommt die nächste Folge für Mastralia. Oh fuck, ich muss noch meinen Code angeben, merke ich gerade. Das habe ich, glaube ich, vergessen. Shit. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Wo haben wir das? Ingame-Shop, ganz kurz. So, okay, Mission erfolgreich erledigt. gut. Ich habe gesehen, beziehungsweise mir wurde gesagt, ich bin blöd. Mehr oder weniger, nee, nicht ganz. Ich versuche schon seit Ewigkeiten, das Nighter-Set zu farmen. Und ich vergesse immer wieder, dass ich es craften kann, beziehungsweise könnte. Natürlich jetzt nicht genau das Set. Theoretisch das bessere Set, in Anführungsstrichen. Ich glaube aber, dass dieses Set Metalle braucht. Das heißt, es ist theoretisch erstmal schlecht, denke ich mal, kann man sagen. Ja, also man kann sie craften und lustigerweise, ich habe sogar Detail dafür, das ist die Ironie der ganzen Sache. Gut, ich meine, Def, okay, gut, das brauchen wir, Range Block nicht wirklich, Speed ist egal, STA und dann den Blockrater kriegen wir erst später ab 8 bzw. 9 Teilen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das so die beste Idee ist, aber naja. Gut, wir könnten halt das Schmuckset dann noch uppen. Ich glaube, das wird Sinn machen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe das wir es momentan haben. Ich glaube, Level 90er Set ist es momentan. Das heißt, das müssen wir noch uppen und dann haben wir 8 von 11. Was immer noch zu wenig ist, merke ich gerade. Es sei denn, nutzen hat dann die LG-Waffe. Dann hätten wir wirklich massiv mehr HP. Nee, wait, warte mal. Nee, stopp. 9 von 11 hätten wir dann genau. Dann hätten wir quasi einen vollen Effekt. Okay. Ja. Gut, wir brauchen diese Goldbars. Das ist allerdings jetzt das kleinste Problem. Davon brauchen wir dann wie viel Stück? Ich glaube, es ist mir jeweils ein. Oh mein Gott, wie viel? 75 Mille für ein Teil? Oh shit. Okay, das ist jetzt, das ist uncool. Ja gut, aber ich glaube, man kann auch noch irgendwie andere Sachen verkaufen. Wie war das Ganze hier? Genau, also wird auf alle Fälle, mir wurden ein paar Tipps gegeben vom Spieler. Wo ist der Name? Ach, ich sehe gerade den Namen nicht, weil ich gerade am Streamen bin. GreenBP, so ist der Name. Und das ist auf alle Fälle schon mal eine ganz große Hilfe. Irgendwelche Teile können wir verkaufen. Materials, glaube ich, sind das, oder? Blue Spirit. Hier sind Sachen. Yellow Spirit, genau. Wow, 135 Mille. Verkaufen wir jetzt mal noch nicht, aber... Genau, Guardian, das glaube ich lieber nicht. Green Spirit. Okay, das bringt das eher nicht so viel. Angel und Hissdust. Na gut, also ich glaube, wir haben zumindest so ein bisschen was. So ein paar Sachen, glaube ich, können wir schon verkaufen. Das, glaube ich, haut schon hin. Genau, müssen wir mal schauen. Das erste, was ich machen werde, ist Questy spenden, weil wir haben einfach Unmengen davon. Einmal hier. Ich hoffe, ich brauche nichts mehr davon. Wenn ich halt wüsste, was ich davon noch brauchen würde. Was? Selling Price? 700? What? Wo kriege ich denn bitte 740 Mille her? Hä? So ein Bug, oder? Ja, so ein Bug. Okay. Ja, wenn ich halt wüsste, was ich halt noch brauche davon. Aber kann ich halt unmöglich predikten. Also, keine Ahnung. Ja, kein Plan. Was? Oh nein. Okay, ja, das ist ein Problem. Ja, ich mach's mal einfach offscreen, dann irgendwann ist es nicht so wichtig. Gut. Also, dann... Alter. Das wird teuer, aber das Geld reicht nicht ganz. Fast auch nicht ganz. Wir müssen irgendwas dann scrappen. So, 20 Stück brauchen wir davon. Warte mal, es reicht sogar.
so noch das richtige Set dann craften. Genau. Na gut, okay, dann 20 Stück. Ich kaufe trotzdem mal 5, nur für den Fall der Fälle. So, genau. Genau, da haben wir schon das nächste Teil, das nächste Problem. Wir brauchen ein Blueprint für Unique Armor 105. Alter. Das ist unangenehm. Nein, jetzt hör doch auf. Crafting Level 15. Okay, da sind wir aber nicht weit davon entfernt. Das heißt, wir müssten erstmal ein bisschen was scrappen. Ich hasse es. Was davon wollen wir jetzt mal nicht scrappen? Warte mal ganz kurz. Ist hier irgendwas dabei, was wir nicht scrappen sollten? Bildpornhelm? Ja, wir behalten ihn auf alle Fälle mal. Bildporn Gowns. Wobei, wir können, glaube ich, den eh die besseren craften, oder? Naja, ich weiß nicht, was wir uns leisten können. Lieber ein bisschen mehr behalten. Okay. Bildporn Suit haben wir. Warte mal, was? Das war der Helm. Suit einlagern, genau. Okay, achso. Sorry, wenn das ganz kurz ein bisschen dauert. Bildporn Boots haben wir auch noch nicht, genau. Dann haben wir es, glaube ich, komplett, oder? Okay, super. Was haben wir da noch für ein komisches Set? Achso, genau das Set. Ja, das, glaube ich, passt schon, oder? Das wird schon passen. Es gibt das 25 XP. Mit anderen Worten, zu wenig leider. Fuck. Nicht mal annähernd genug, oder? Nee, leider nicht. Shit, ey. Okay, das ist wieder ein großes Problem. Wir müssen irgendwie an XP kommen. Fuck. Wir können halt die Achiever scrappen und so. Ja, ein bisschen was können wir schon scrappen. Ich weiß nicht, was wir wirklich machen wollen. Oh Gott, hier das Set scrappen ist auch wieder uncool, oder? Das kann weg. Nein, das brauche ich auch ein höheres Level oder was? Ach Mann. Ach, ist das nervig. Dann noch für ein Shit. Okay, irgendwas anderes. Die Dinger, keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Level 24? What? Die würden 500 XP geben. Ah, shit. Guardian-Waffen, Hiss-Waffen? Nein, gar nichts. Wirklich gar nichts davon. Den Elchinakel, glaube ich, kann man beim besseren genau weg damit. 100 XP waren das, immerhin. Was ist das? Mystical Earring? Boah, schwierige Sache. Ich meine, wir haben echt zu viel, wir könnten die halt. Können wir eh nicht scrappen, oder? Ja. Das Ding ist nicht seelengebunden, das heißt, wir können es verkaufen. Oh Gott, okay. Also, große Probleme erstmal. Wir können und können doch nicht was craften. Das ist echt problematisch. Was machen wir? Was machen wir am besten? Wie viel fehlt nochmal ganz kurz? Sekunde. F2 Season Pass. F Protect, was wir gerade erst bekommen. Okay. Shit. Mensch. Okay, lass uns mal kurz überlegen. Lass uns mal kurz nachdenken. Wir brauchen noch ein bisschen was auf alle Fälle. Folgender Plan. So, wir gehen mal eine Party rein. Nein. Okay, von mir aus.
Und wir brauchen natürlich eh noch ein paar von diesen komischen Blümchen da. Moment. So, wo haben wir hier unsere Sachen? Armor, Unique Crafts. Dann Knight. So, hier genau, diese komischen Blümchen, diese Living Branch. Das heißt, wir könnten halt in diesen Dungeon eh nochmal reingehen. Und ein paar Dinge farmen, dann tropfen vielleicht auch ein paar Waffen und so. Und ja, ich glaube, dann haben wir halt zumindest ein bisschen bessere Karten vielleicht. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Keiner drin. Alle im Material, okay. Gut, alles nicht so einfach. Haben wir letztens AOE, ich weiß gar nicht mehr genau. Ah, shit. Egal. Okay, also Living Branch brauchen wir auf alle Fälle. Genau, dann droppen wir eh schon Teile. Wo ist mein F-Tool? F-Tool ist hier. Genau, okay. Ja, also... Lol, wir droppen sogar ganz gut was aktuell. Na, mal schauen. Also Plan ist auf alle Fälle jetzt mal, dass wir hier irgendwie über drunten kommen. Hier haben wir einen Living Branch schon mal. Lass uns mal das irgendwie unten reinziehen oder so. 37, wir brauchen 40 ungefähr. Genau, ansonsten einfach ein paar Waffen, die man scrappen können. Alles andere ist eigentlich erstmal egal. Genau, das andere Ding natürlich, was wir noch haben, ist, oder also die Möglichkeit, die wir noch hätten, wäre mit Knight leveln und dann die Waffen rüberhandeln. Ist zwar jetzt auch ein bisschen blöd, aber wäre halt noch eine Idee. Ja, genau. Das sind momentan einfach so die Möglichkeiten, die wir haben. Ist es also nicht perfekt? Aber ja, ich meine, kann man machen. Also das finde ich jetzt nicht schlimm eigentlich. Ich überlege gerade, wie viel habe ich hier letztens das Ding gefarmt? Mehr auf alle Fälle, oder? Um einiges mehr war das, glaube ich. Ansonsten könnte man einfach auch nochmal den Boss killen. Und Ringe und so kann man auch verwerten. Kann man alles verwerten. Living Branch. Okay, jetzt haben wir 40 schon erreicht. Krass. Ich schau mal ganz kurz nebenbei ein Video rein von mir. Shroom. Nebenbei kriege ich einfach nur schnell Mobs. So. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Okay, wir hatten 42 KHP. Haben das STA so lange gezogen, was gerade auf dem Ringmaster, auf dem Knight ist. Okay, das ist blöd. Das ist echt blöd. Mist. Naja, der macht zu viel Schaden. Ich meine, umstatten, haben wir einen Restart? Einen Restart haben wir leider auch nicht. Wir könnten halt aufs andere Set gehen, theoretisch. Das Set, was ich zum Glück jetzt nicht gescrapped habe. Dauert halt ein bisschen und so, aber ist halt machbar. Ja, genau. Slaying Enemies. Oha, 155 Punkte waren es gerade gesamt. Not bad. Habe ich auch noch genug Power-Ups und so? Okay, ich habe noch Eels. Ja, okay, gut. Power-Ups reichen erstmal. Okay. Also es wird auf alle Fälle spannend. Es wird und bleibt spannend, sagen wir so. Ich dachte mir gerade so, ja, okay. 105er Set. Easy. Aber, nope. Dann noch nicht so easy. Ach ja, by the way. Ringmaster ist so eine 20. Mit 99,9%. Green MP war so nett und hat mich gelevelt. Und das fand ich super nice. Denn ich habe echt schon Gedanken, also wir haben echt schon Gedanken gemacht, wie ich am besten den Ringmaster von der 20 kriege. In Flife ist es echt immer so ein riesiges Ding, ist ein riesiges Thema. Und ja, genau. von 150.
könnte ich auch schon mal Power-Ups aktivieren. Ich glaube, unser Schaden müsste sogar gestiegen sein seit dem letzten Mal. HP. 36 KHP, das ist schon ziemlich viel. Hä? Stack Limit? Was? Achso, ich hab nur T und A, Leute. Ich dachte gerade, hä? What? Okay, 38 KHP. Na gut, okay. Also mit Equipment Switch haut's dann hin. Was habe ich hier noch für komische Beats? 52 AP. Im Moment, ja, brauchen wir sowas in der Art. Mili-Block, ist eigentlich ziemlich unwichtig. Ich weiß nicht, wie aktiv, dass ich ein WP hier spielen werde, deswegen. Okay, 10 STA ist noch ziemlich geil. Fast 40 KHP. Okay, 40 KHP. Es könnte ehrlich gesagt auch reichen, vielleicht. Es könnte wirklich reichen. Was haben wir sonst noch so? PvP-Damage. Mili-Block. Ja, Def aktivieren wir auf alle Fälle immer noch. Also ich glaube, wir könnten Glück haben. Ich denke halt wirklich, das könnte reichen. Weil momentan schaut es echt gut aus. 40k, das geht klar eigentlich. Ja, doch, eigentlich schon. Da haben wir noch was, okay, jetzt haben wir 40,7k, das muss eigentlich reichen. Das gerade Sprint, dass wir schon ein bisschen besser vorankommen. Okay. Ja, also hätte ich natürlich jetzt gerade schon das andere Patch vom anderen Charakter, dann wäre es. Wait. Ich bin letztens da verreckt. Nein, ich habe mich nochmal umgestattet auf mehr HP. Scheiße, ich hätte das ganze Video schauen sollen. Nein. Fuck. Ja, okay, ich hab's verkackt. Ich habe es komplett verkackt. Mist. 50k, okay, das reicht halt hinten und vorne nicht. Scheiße. Shit. Nee, es reicht nicht. Also wir können es probieren, aber es wird nicht reichen. Verdammt. Verdammt. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick gerade irgendwie. Kacke. Das ist blöd. Das sind die zwei. So, jetzt komm her, du Mistvieh. Oh, das Ding ist mega tanky. ...6,5k Damage macht das Ding, okay. Also aktuell ist der Schaden noch okay. Ja, unsere Crit-Rate ist ein bisschen scheiße. Ja. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Aber ich meine, wir probieren es trotzdem einfach. Wenn es halt funktioniert, ist super. Wenn halt nicht, dann nicht. Genau. Das ist auf alle Fälle mal unser Motto. Schauen wir mal auf alle Fälle. Ach, die ganzen kleinen Kackmobs nebenbei. Habe ich AOE? AOE habe ich drin. Gut, mein AOE macht nicht viel Schaden. Na gut, okay, wir droppen halt immer nur noch irgendwie Trash-Drops. Was positiv ist für uns. Immerhin. Na komm. Nein.
69%. Okay, ich pausiere einfach mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, scheinbar läuft es irgendwie doch ganz gut. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht es das Ding weniger Schaden auf einmal. Mystical Kratos Ring. Ja, okay, nice. 10 Millionen Penia. Das ist halt perfekt. Also ich weiß nicht, vielleicht wurde es einmal ein bisschen einfach gemacht. Weil es vielleicht auch vorher ein bisschen zu extrem war. Wobei man sagen muss, es war halt, glaube ich, vorher auch machbar. Es war halt, glaube ich, ein bisschen nerviger eher. Also wenn man halt einen Dungeon solo farmen will und so, oder wenn man vorher solo farmen wollte, sagen wir mal so. Naja, große Problematik war einfach. Entweder musste man einfach so krass auf HP gehen, dass man keinen Schaden mehr machte, oder halt so auf so viel Schaden, dass man halt gestorben ist dann. Deswegen, ja. Was soll man sagen? So ist es eben. %80. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, okay, letzten paar Prozent. Wenn ich jetzt wüsste, ob der Boss auch ein bisschen genervt wurde, ob ich den vielleicht killen kann und vielleicht gar keinen Halt mehr brauche, das wäre interessant irgendwie. Aber ich will jetzt nicht extra zum Boss rennen und halt das ausprobieren und hat schon gar nicht jetzt irgendwie ohne STA-Pad und so weiter. Das ist, glaube ich, halt einfach auch ein bisschen unpassend. So, okay, perfekt. Wisst ihr was, wir droppen so viele Sachen. Ich überlege halt echt, ob wir eigentlich einfach alles scrappen, wirklich komplett alles. Das wäre halt vielleicht echt die bessere Methode. Wobei, können wir das schon scrappen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wo habe ich das Ding hier? Dungeon Colosseum, what? What? F2 Season Pass? Nee. Crafting haben wir. Ich dachte, ich habe es mal runtergezogen. Ich bin blind, oder? The fuck? Ach, das war. Ach, ja, klar, das war das Premium-Feature. Ich habe gar kein Premium. Genau, so war das. Na, egal. So. Recycling. Wir haben hier die 105er Teile. Gott, ey, wo ist denn ganzer Shit hier? Ist bestimmt noch zu hoch, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das waren die LG-Teile, oder? Ja, genau. Level 20, oh man, 400 XP wird es geben. Ach, das wäre geil. Aber leider nicht. Oh Gott, ich hatte fast mein Roadie-Set gescrapped. Puh. Boah, ist das riskant. Okay. Das kann man auf alle Fälle immer scrappen. Das ist einfach im Prinzip ganze Trash. Okay, also wir erreichen die 5000 EP heute leider nicht. Ja, ich denke, manchmal mit dem Knight weiterleveln auf 120 und dann einfach halt Kleinzeug scrappen. Ich glaube, das ist das Beste. Alles andere macht, glaube ich, halt aktuell wenig Sinn eher. Naja, 15 EP ist halt nichts effektiv. Tja, das ist schade. Wo kann man das Ding ja scrappen? Das einzige? Okay, gut. 25 EP, naja. Okay, ich würde die Folge ein bisschen früher beenden. Es macht gerade einfach nichts mehr, also nichts, es macht gerade nichts Sinn, irgendwie nochmal was Neues anzufangen. Leveln macht es gar keinen Sinn. Noch ein Dungeon Run macht auch gar keinen Sinn. Was können wir noch machen? Gicken macht auch keinen Sinn. Nee, es macht eigentlich aktuell gerade alles keinen Sinn. Das andere Set scrappen, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Man könnte es auch verschenken oder so, aber ich bin halt zu wenig online und so. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Nee, ich weiß gar nicht, wo man überhaupt scrappen kann. Ich würde nicht alles durchklicken. Man kann es bestimmt irgendwo scrappen, aber
bin jetzt gar nicht auf die Schnelle. Okay, naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.